dann eine vorzeitige Arterienverkalkung oder Arteriosklerose bekommen und dann irgendwann die Folgen Herzinfarkt oder Schlaganfälle gehäuft werden, dann gehäuft auftreten bei den jungen Erwachsenen oder vielleicht dann auch schon bei Jugendlichen. Die Verbraucherverbände fordern von der Industrie schon seit langem, auf zu viel Zucker zu verzichten, vor allem bei Kindernahrung und Getränken. Und bei hohem Zucker- oder Fettanteil soll schon auf der Vorderseite der Produkte und nicht nur im Kleingedruckten gewarnt werden. Eine Nährwertampel soll Eltern besser informieren. Rot warnt vor zu hohem Zucker- oder Fettgehalt. Gelb zeigt mittlere und grün geringe Konzentrationen. Im Europäischen Parlament wurde die Ampel im vergangenen Jahr vor allem von den konservativen Parteien abgelehnt, obwohl Kinderärzte und auch Krankenkassen den Vorstoß mit aller Macht unterstützten. Ja, das war eine der schärfsten und merkwürdigsten Auseinandersetzungen hier im Parlament. Es hat noch nie so viel Lobbyarbeit gegeben von Seiten der Lebensmittelindustrie wie an diesem Punkt. Also die Lebensmittelindustrie hat insgesamt fast 1 Milliarde Euro in eine Kampagne investiert, um die Ampel europaweit zu verhindern. Abgeordnete wurden direkt angesprochen. Es wurden sogar für die Abgeordneten die Abstimmungslisten so vorgelegt, dass man an den entscheidenden Punkten gegen die Ampel stimmt. Und insofern war das schon etwas merkwürdig. Ein Interview mit dem CIAA, dem Verband der Europäischen Lebensmittelindustrie in Brüssel, wird kurzfristig abgesagt. Man teilt uns mit, das Thema Ampel sei doch längst vom Tisch.